19 Leute in der Sekunde, das Play. Mördert, so suspect, betreten eine Kirche, ja. Damit habe ich wohl die Flammen verkackt, egal. Das war mir zu viel. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Hast du Glück, dass die Tür offen ist? Ja, das machen wir. Es gibt einen Hinweis. Und es gibt da einen Arschloch, das mich nicht... Oh. Oh, Todesfall im Glockenturm, das klingt gut. Kann sich verstecken. Der Pastor. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Das Foto. Was denn? Ja. Nein? Das Buch dann mit spirituellen Shit. Aber es ist über Geister, es ist ja nicht über Gott. Offensichtlichste, das sollte ich vielleicht wählen. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Ja, ja. Peter, ich will erstmal hier aufdecken. Mal das sicher. Das klingt nach einem Mordfall, den ich definitiv... Oh, okay. Auflösen könnte, aber... Krähe! Die waren vibrieren, die Krähe. Krakra. Auch Tiere sterben, sind Geister. Die backt da so rum. Ist es okay? Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich da draußen mit all diesen Morden. Viele Gebete werden gerade gesprochen. Nicht nur ihres. Er würde nicht hereinkommen, oder? Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Ach, schön. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Aber hier ist auch das Schöne, der Tod hat euch ja so gesehen nicht geschieden, denn die sind ja noch... Also, auch nach dem Tod werden sie verbunden sein. Was war das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Kann ich mit dem Typen sprechen? Das ist deine Freundin? Das kann ich nicht gut riechen. Hat sie es gruselig gefunden? Fand sie das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nie. Wo bleibt sonst der Spaß? Also, hast du sie gestalkt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat, diese Tiere. Deswegen musste ich sie loswerden. Ich habe es für uns getan. Scheint, als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Nein, die waren alle zu betrunken, um sich zu wehren. Es passiert, als ich sie beobachtete. Ich habe in eine Schneeverwehung zurückgesetzt und den Auspuff verstopft. Die Abgase habe ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Keine lästigen Wände mehr oder Schlösser. Jetzt kann ich sie beobachten. Jede ihrer Bewegung. Für immer. Creepy. Ja. Ist sie nicht ein bisschen alt? No offense. Naja, immerhin, wenn sie stirbt, dann hat es dann hoffentlich ein Ende.
Wieso backt die Krähe so rum? Und hier ist noch mehr. Ich will mehr sägen. Oh. Oh. Hallo, Kurze. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Hey, ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Mein Geist, es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Ist so. Was? Sie kommen dich holen. Ich hoffe nicht. Oh. Lel. Ist es heute Nacht so kalt? Lel. Ja, blöd geguckt, ne? Kleinen Schleimfotzen. Ups. Der Dachboden muss dort oben sein. Katzi. Miezemusch. Ja. Wollte ich eigentlich nur ein bisschen umgucken. Warte mal. Wo geht's hier hin? Oh, noch mehr Geistergeschichten. Oder. Oh. Nach oben. Ja, wahrscheinlich, wenn sie zum Dach wohnen will. Ich kann die Katze. Miau. Klo. Ich möchte mich ehrlich gesagt ein bisschen erst umgucken, bevor ich hier. Sicher, ich hab mich. Hopp. Ah, schon wieder so ein Hurensohn, Dementor. Oh, meine Seele, gib's mir. Macht mehr. Hier kann ich nicht durch, dann geht's aber wahrscheinlich nach draußen. Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine Tiere durchlaufen können. Du wirst mir mal einen Tipp geben. Ich hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Oh. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Okay. Mit dem Weihrauch, was? Oh, yum. Ihr macht Essen? In meiner Küche wäre das nicht passiert. Was denn? Die erwarten exzellentes Essen unter diesen Bedingungen? Sieht auch ehrlich gesagt nicht geil aus, was du da in der Pfanne so zusammenklatscht. Diese Grafiken, Mann. Upp. Da hat jemand seine Tage. Mächtig viel Sand in der Muschi. Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz? Woher nehmen die nur solche Leute? Sehen Sie sich das an, sehen Sie doch das. Ich kann es kaum erwarten, dass es vorbei ist. Okay. Der sieht mich aber jetzt. Ich kann von dieser Distanz aus. Oh shit. Hallo? Puritanisch bedeutet organisch. Geh eins weiter. Geh zurück an deinen Platz. Wir haben Thanksgiving erfunden. Ich wusste nicht, dass es von so einer Distanz auch ausgeht. Probier ich das nochmal. Ja. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ups. Hallo. Verstecken drücken. Nee.
Verstecken! Hallo. Für ihn. Geh weg. Ich hoffe nur, weil ich ihn kalt gemacht habe, kommt da nicht automatisch ein neuer raus. Das wäre richtig schade. Bei verschwendete Lebensmühe. Okay, kannst du nicht bleiben. Dreh dich um. Okay, ganz ruhig. Und B! Bitch. So. Da kann man durch. Die Durchreiche. Ich will mich nur hier umsehen. Boah, da wäre ich fast in die Pampe reingelatscht, ne? Also mein primäres Ziel ist ja jetzt, hier dazu sammeln. Noch 6 mehr und ich kriege eine Geschichte. Nice. Okay, das Exit. Poltergeist. Briefe, wahrscheinlich jede Menge Mahnungen. Fernsehen in der Kirche. Ich habe mich voll verlaufen. Das Menschen. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Er ist klasse, aber sie hat mit seiner Mutter recht. Mein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Hm. Okay, da war ich vorher, da war der Staubsauger. Okay, gut. Du warst dir immer eine großartige Mutter. Ah, jetzt bin ich wieder hier im Falur, aber ich will mehr Segen. Jetzt weiß ich nur nicht, mehr Nervensegen, ob ich erstmal alle hier habe und wenn ich weiter nach oben gehe, ob ich noch mehr finde. Benutze L und halte LT, um zu rennen, während du von der Katze auf einige Vorsprünge kann man springen, wenn man es auf sie zu drücken. Okay. Raus, Katze, raus hier! Junge, miau! Miau! Muss man hier die Leute nerven? Was? Achso, ich dachte schon. Kann ich hier wieder runterspringen? Geronimo! Geronimo! Flup? Ja, springen! Hier. Oh, ein Schelm, der jetzt Böses denkt. Kann Kitty da eigentlich drüber? Wir sind auch mutiger. Yo! Geil. Ich kann auf der Couch. Miau. Warte. Aufs Kanapé. Naja, Kanapé ist nicht richtig. Warte, ich kann das Katze alles. Der Katzensimulator! Sind sie dir durch? Ja. Und sie nach draußen. Gib mir Whiskas! Whiskas! Sonst demoliere ich hier die Einrichtung, Junge. Das war mal ein schöner Teekessel. Zero fucks given, dass eine Katze rumrennt. Kann die Katze potty? Ja, komm, wir gehen jetzt mal nach draußen und machen jetzt mal ein bisschen ernsthaft, Leute. Wo war denn hier das draußen? Wo war hier das draußen? Hallo, wie kam ich hier raus? Ich habe mir nur die Geisterwege gemerkt. Oh oh. Mach die Türen auf, ich bin eine scheiß fucking Katze. Muss ich doch durch die Küche? Wahrscheinlich, ne? Oh, voll verkackt. Muss ich hier durch, um halt in den Nebenraum zu kommen. Hier ist natürlich kein Fenster offen, weil warum auch? Ja. Miau da hoch. Was ist das? Achso, das ist zum Verstecken. Ich muss doch irgendwo aus diesem Scheiß.
Dings hier rauskommen? Ist hier irgendwo ein Fenster offen? Kann ich irgendwie so auf den Sack gehen, dass der dann hier... Die Katze läuft amok. Warte mal, kann ich hier hoch? Haha! Ha! Mann, zum Licht. Juhu! Da war Spinnnetze. Ich hab da was übersehen. Das muss ich mir jetzt erstmal noch holen. Sorry. Das ist wichtig. Ist die Katze jetzt noch da? Dann muss ich woanders wieder nach der Katze suchen. Das hab ich voll übersehen. Ach, da ist auch draußen. Perfekt. Katze. Okay, wir machen, würde ich sagen, im nächsten Part weiter. Das heißt, ich wünsche mir Spaß. Bis zum nächsten Mal.